Video von gestern Abend wird gerade gerendert. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den HMTs, zweiter Tag. Warum fährt er rückwärts? Wir haben es jetzt 8.39 Uhr. Um 8.30 Uhr sollen wir da sein, weil es ist Fahrerbesprechung. Also sind wir gut in der Zeit, würde ich sagen. Wir brauchen noch bestimmt 20 Minuten. Ja, der Akku ist gleich leer vom Laptop beim Rendern. Das ist gerade so ein Wettlauf gegen die Zeit. Dass wir auch rechtzeitig da sind, dass der Laptop gleich abstürzt. Große Ampel, da ist das Messegelände, da müssen wir hin, 10%. HMTs jetzt, sind schon da, alles aufgebaut. Super Motoshow war jetzt schon, ein oder zwei glaube ich. Und ja, mal gucken, wie es heute wird. Ist auf jeden Fall immer noch arschlaut und wieder. Kenny und Erik sind heute noch da und die werden auch bei Mario und Stunt schon noch ein bisschen mitfahren. Oh. Aua. So, wo fahren wir jetzt hin? Tja, das kannst du rausfinden, weil du bist Navigator, ich bin nur der Fahrer. Wir holen jetzt Getränke. Man bewegt doch nicht so lange Beine, wie soll man denn hier drin sitzen? So. Ja, lass mal hier die Eigenmarke nehmen hier. Die wollen ein bisschen schütteln, die wollen. Apfelschorle und Cola oder nur Apfelschorle? Apfelschorle ist gut. Er wollte doch Wasser und Apfelschorle, oder nicht? Was? Ich dachte, er hat dich instruiert. Ja, wir haben heute Morgen gesagt: Apfelschorle, Cola und Wasser. Boah. Apfel dazu. Der Makler, der kam gerade schon hinterher und wollte den Einkaufswagen eintreiben. Das ist ja unpraktisch. Nice. So, jetzt müssen wir mal Sticker machen. Warte! Warum klimmen wir den hin? Ja, wie hoch! Oh, einfach schön ist! Oh ja, mach es sauber.
Gruppe. Ihr seht, es sind einfach zu viele Fahrer, dass die Gruppe B, das sind die etwas langsameren, die auch gerade erst eingestiegen sind mit dem Quad Sport und so weiter. Und Fahrer, Achtung, wir sind startklar. Motorsport von meiner Fahrzeuge, wenn ihr die auf den Rheinstrecken seht, dann ist das, was ich jetzt hier zeige, was gar nicht vergeben durch die Luft, dann habt ihr richtig Spaß. Und auch wenn ihr ein bisschen gestorben, richtig zu lachen, wie die Ja, klar, ich hab mich ausgerufen. Das war aber mega laut. Ja, das ist mega laut. Das ist originaler Berg, so oder? Du kannst auch einfach, du gehst jetzt zu so einem Typ hin, fragst ihn irgendwas über das Motorrad und er kriegt jetzt von drei Leuten irgendein Wort, was der in das Gespräch mit einbauen muss. Ja, okay. Ja, machst du das? Okay. Machst du das? Ja, krieg mal hin. Alles okay. Okay, warte, wir müssen jetzt aber... Coole Wörterchen, okay. Okay, welche coole Wörter? Leinhardt muss mit reinbringen. Besenstiel? Also,
Besen. Ja, muss ja wohl gehen. Das ist gut. Ja, okay. Besenstiel. Titanauspuff? Nein, das ist zu leicht. Das ist zu leicht. Besenstiel. Und Avocado. Und Avocado. Ja, also Lionheart, Besenstiel, Avocado musst du mit in so ein Gespräch reinbringen, bevor dich abwimmelt. Und Camembert. Camembert, genau. Okay, los geht's. Besenstiel, Camembert, Lionheart. Ich muss kurz sein. Wir sind schon mal im Gespräch. Naja, easy, los geht's. Können Sie uns ein bisschen über das Motorrad was erzählen? Nein. Wir sind Hersteller von Koffern, aber nicht von Motorrädern. Also, wenn ich mal einen Besenstiel oder sowas mitnehmen möchte oder irgendwie. Käse. Oder was, wie viel Volumen hat das Gerät? So, die Puffer haben 37 und 40 Liter und das Top-Case 45. 45 Liter. Ja. Das passt da so. Guck mal, am Fußball so oder so. Wie groß kann man vorstellen, was da reinpasst? Und könnt ihr öffnen und dann selbst beurteilen. Ja, dann machen wir das mal auf. Los. Hat das, irgendwie einen Schnellverschluss? Ja. Ah. Ja, da geht einiges rein. So ein Camembert passt da schon rein. Wenn ich, also, bitte? Ich fahre oft in die Schweiz und gehe halt Käse kaufen und da gibt es so große Camemberts. So. Wenn man sowas braucht, geht schon. Passt. Das ist ja nicht schlecht. Ich kann mich auch mehr als externen Tank vorstellen, ne? Machst du einfach voll, ja. Und dann zack, sind die dicht? Ja, die sind dicht, ne? Die sind dicht. Darf man wahrscheinlich nicht, aber... Ja, safe. Willst du die weghaben? Ja. Wir tauschen den Aufkleber. Du kriegst den Aufkleber. Nehme ich auch. Kannst auch zwei haben. Oder drei. Sehr gut. Nice. Alle, danke. Lass Treffen von Leuten, die es drauf anlegen. Der hat ja einfach dumm sein. Kokain. Was? Ah, damit ja. Peace an meine Fans. Ah, ja. Vince Amica auf Instagram. Saufverbot. Saufverbot. Nenn dich mal so, Alter. Auto holen, Rest einpacken, zur Emsel, essen. Da mal gucken. Ich wollte gerade zwinkern, aber es hat nicht. Ich mach dir so eine Strecke. Wie sagst du das? Ich bin jetzt Profi. Ich bin jetzt Profi, Digga. Ich weiß noch, das letzte Mal Strecke, wo du fast geweint hast. Ja, ich hab echt geweint. Ich hab so als Marion dann dreimal mich überrundet und ich stand da so. Und sie so, komm noch eine Runde. Und ich so. Ich hab mich so, wo ist mein Bier? Wait a second, hold my beer. Das war echt toll. Aber lustig. Rauch. No! Oh. Mein Motorrad geht kaputt, ja. Jetzt eigentlich den ganzen Tag, ja, begrenzte Party machen, Burnout, Rolli anlassen, das würde reichen. Die Halle wäre voll. Da würden Leute auch 20 Euro einbezahlen. Ja, das ist mit dem Rücken zu stand. Ich mal mit Hightower und so weiter. Wir sind alle so quer, klar, das ist ein Zirkel und sein Moped. Das ist halt irgendwie das Schwerste, was man machen kann, aber die Leute sind so, ja. Das ist aber nicht laut, ne? Also. Was ist so ein Rückzirkel? Astra, die beste Entscheidung meines Lebens. Prost! Soll ich dir mal einen richtig geilen Typen zeigen? Auf Tim, ja. Ah, yo, ich hab die alte gefunden, die heute wirbelt. Na, hör mal! Boah, egal. An der ersten Stelle. Na, hör mal! So, wir fahren jetzt erstmal zu Daniel noch. HMTs Aftershow Party. Wenn wir alle, die am Stand heute da waren bei uns, hier sind wir, glaube ich, nachher 30 Leute oder sowas. Geht schon los hier, oder was? Ja. Damn, Alter. Also, wir sind jetzt hier gerade bei Daniel angekommen. Ja. Und, werden wir mal gucken, was hier so gemacht wird. Wir sind Partykeller. Die erste Geruchsprobe entnommen, es riecht schon wieder sehr Cola-artig. Ich denke mal, es wird wieder sehr viel Shisha verzehrt. Ich bin nass wie ein Fisch, ich renn mit raus, einmal rund ums Haus.
Straße von dort aus. Das heißt wieder Fisch. Muss ich drehen, also dreh ich. Ich muss gehen, alle gehen ab. Und ich verreck da sonst.